Mahlzeit, ihr Schlawiner Knochen, wieder hier. So, heute mal wieder mit ein bisschen Panzer Rush, aber es gibt nicht allzu viel zu sehen. Das Gameplay, was ich aufgenommen habe, stammt, also ich war nicht beteiligt, sagen wir mal so. Das eine war von der Karte, die haben die eh schon fast komplett eingenommen. Das heißt, den sie da angreifen, der ist sowieso nicht mehr online und die haben sich entschlossen, nach ungefähr der Hälfte, nachdem sie die Hälfte weggeballert hatten, da an Flachs, später weiterzumachen, beziehungsweise am nächsten Tag weiterzumachen. Okay, da war ich dann aber nicht mehr da. Das heißt, nur ein bisschen davon noch zu sehen. Und das andere ist auch von einer anderen Karte, auf der ich nicht bin, wo sich da Truppen gesammelt haben, wahrscheinlich um einen anzugreifen. Und die haben versucht, wirklich so viele Truppen wie möglich wegzuschießen. Hat auch nicht so ganz funktioniert, beziehungsweise weiß ich nicht, was sie später noch gemacht haben. Ich habe ja dann irgendwann auch nur 20 Minuten drin oder so, habe nicht wirklich viel gemacht da. Und das liegt daran, im Moment habe ich nicht so viel Lust. Ich habe nicht so wirklich Bock auf dieses Spiel, weil es halt auch irgendwie immer dasselbe ist. Das kann man von anderen Spielen auch sagen, aber man hat mehr Variablen irgendwie, die halt da einfach nicht gegeben sind. Und grafisch, naja, also ich weiß ja, ich kann jetzt eigentlich nicht einfach da stundenlang immer raufgucken. Das ist einfach auch nicht unterhaltsam. Im Moment habe ich jedenfalls nicht so Bock. Ich versuche aber trotzdem heute mal reinzugucken und irgendwo dran teilzunehmen. Aber das ist auch nicht ungewöhnlich, denn ich kenne einige, die mal wirklich länger Pause gemacht haben, einfach weil sie, manche sind gar nicht wiedergekommen und manche brauchten einfach nur mal Pause vom Spiel, damit sie auch wieder ein bisschen Bock drauf haben. Manchmal muss man sich auch ein bisschen lösen. Das ist, viele hatten das früher mit World of Warcraft. Die haben jahrelang World of Warcraft gespielt, also wirklich lange World of Warcraft, und dachte ich brauche erstmal Pause von diesem Spiel. Ich kann es erstmal nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr ertragen. Für mich ist das immer das Gleiche. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Es ist immer das immer selbe. Und ich frage mich, was findet ihr daran so geil, wenn ihr eigentlich immer dieselben oder dieselbe Art von Panzer Rush Videos seht? Ist ja im Prinzip, zeigt jemand, wie irgendwelche Basen angegriffen werden und ihr guckt das. Warum? Das kann ich. Ich versuche das nachzuvollziehen, was so auf Dauer, sage ich jetzt mal. Also ab und zu kann ich das nachvollziehen, aber auf Dauer immer wieder. Was ist daran so unterhaltsam? Müsst ihr mir einfach mal sagen, würde mich einfach mal interessieren, was ihr daran so geil findet. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wirklich so lange bei so einer Serie. Ich habe ja schon 70 Videos, über 70 Videos gemacht davon. Und sie werden immer noch geguckt. Und ich habe da Leute, die haben von Anfang an schon geguckt und gucken immer noch. Und seht ihr da irgendwelche Unterschiede noch großartig? Oder ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall brauchte ich auch erstmal. Ich habe auch noch ein bisschen Pause. Ich habe auch noch ein paar private Sachen hier, die wichtiger waren, zu erledigen gehabt. Und dann, ja, hatte ich auch einfach keinen Bock mehr noch an dem Tag noch einzuloggen. Oder man will auch mal was anderes spielen. Ich bin ja nicht jemand. Es gibt ja Leute, bin mir ziemlich sicher, oder ich weiß es, die spielen nur Panzer Rush. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, das eben so zu machen. Und von daher, ja, das ist eigentlich das, wollte ich nur mal kurz eben Bescheid geben hier, warum ich jetzt eigentlich ein bisschen weniger dabei bin oder jetzt, ich weiß gar nicht, ob jetzt noch mehrere Videos kommen. Ich kann einfach wirklich nichts sagen. Andere versprechen ja ab sofort alle 3 Tage ein Panzer Rush Video. Kann ich gar nicht versprechen. Oder alle 2 Tage. Kann ich nicht versprechen. Aber wenn ich mal wieder Bock habe, nehme ich was auf oder versuche mal zwischendurch wieder ein bisschen aktiver zu sein. Ich habe auch kein Geld jetzt ausgegeben weiter dafür. Ja, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe mitzuteilen, ja, schreibt die Kommentare, ich versuche zu antworten, wenn ich es nicht wieder verpasse. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe auch ein Video gesehen von einem Kollegen oder ehemaligen Ali-Kollegen, CW Knaller, den kennt ihr vielleicht einige, ich weiß, der WD heißt du, glaube ich, hier auf YouTube. Du guckst ja hier und dort und ja, kannst du machen, ist ja vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ein ehemaliger Kollege von mir. Und ich habe auf der Startseite das aktuelle Video von ihm empfohlen bekommen, was ich witzig fand, weil er macht ja nicht so viele. Generell macht er nicht so viele, also wie er mal Bock hat. Und hab da mal raufgeklickt und 8 Minuten irgendwas, hab mir das angeguckt, ein bisschen im Zeitraffer hat er da laufen lassen. Und das Erste, was ich dachte, schade, jetzt greifen die Kollegen an. Das war damals der Map-Leader, als ich von der 507 wechseln wollte, also komplett rüber zu der Karte. Das war der Map-Leader und der hat ja irgendwann aufgehört. Der hat wirklich lange gespielt und hat auch, oh, lass mich nicht lügen, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich glaube, über 100 Basen hat er auch gehabt, ne? Und jetzt ist er wahrscheinlich so lange nicht mehr da gewesen und das wird lange gedauert haben, bis er automatisch rausgeflogen ist. Jetzt haben die angefangen, seine Basen anzugreifen und so. Dachte ich, schade. Aber okay, auch sowas gibt's, ne? Leute haben irgendwann keinen Bock mehr und sagen sich, nee, ich spiele das nicht mehr. Ich habe keinen Nerv mehr. Für mich ist Feierabend hier und ja, er ist wohl einer von denen gewesen. Ich dachte, für mich war das so wie so eine Institution. Einer, der immer da war. Man kommt rein, der war schon da. Ne? Und dass er dann irgendwann weg war und gar nicht mehr wiederkam, das war schon echt ein bisschen schräg und so. Aber er hat sich dafür entschieden, hat keinen Bock mehr gehabt. Naja, jetzt müssen die natürlich nach und nach seine Basen einnehmen. Ist auch blöd, weil jetzt hast du eigentlich viel mehr Arbeit. Weil, sagen wir, der hatte 100 Basen. Nur als Beispiel, er hat 100 Basen gehabt. Jetzt nimm mal 100 Basen wieder ein, weil er war ja auch Karten, die sie schon eingenommen hatten. Komplett. Und das jetzt alles wiederzuholen, ist natürlich auch ein bisschen nervig. Auf einer anderen Art kannst du jetzt einfach locker vor dich hinballern und brauchst ja keine Gegenwehr erwarten. Und was aber interessanter war, waren die Kommentare. Ich gucke in den Kommentaren und sehe da halt WD, ne, grüß dich. Und diesen anderen Typen,
Ich nenne jetzt seinen Namen nicht, ihr werdet es vielleicht selber sehen, wenn ihr da guckt. Da dachte ich, ach, der Elfjährige, der bei mir schon unter mehreren Accounts immer wieder gepostet hat und wirklich so viel gepostet hat, dass ich nicht mehr ertragen konnte. Ja, und ihn stumm geschaltet hat. Dann kam er mit einem anderen Account, hat genau dasselbe gemacht, schaltet ihn stumm. Und der war auch bei uns in der Alli und wurde herausgeschmissen irgendwann, weil ihn niemand mehr ertragen konnte, weil er einfach so nervig war. Ich meine, er ist 11 Jahre, ich werde ihn jetzt nicht dissen oder so, er ist 11 Jahre alt, aber Junge. Ganz im Ernst, du musst mal ein bisschen deine Art und Weise ändern, wenn du irgendwo länger in der Alli bleiben willst, weil die schmeißen dich alle raus. Dich haben wir rausgeschmissen, also ich habe das nicht irgendwie forciert oder so, ich habe da auch gar nichts zu gesagt. Die hatten nur irgendwann die Schnauze voll von ihnen, weil selbst in Angriffen hat er Leuten gesagt, was sie zu tun haben, was sie machen sollen. Er ist aber nicht der Map-Leader. Er ist jemand, der erst dazugekommen ist und nie mehr als 5 Basen besessen hat. Ja, und er hat ja auch versucht, bei Jupiter 1, in der Alli, wo ich zuletzt war, hat er versucht reinzukommen. Dann habe ich ihm den einen gesagt, den einen Co-Leader, lad ihn ein, der nervt mich die ganze Zeit, dass er rein will, dann nimm ihn halt mit rein. Und er kannte ihn aber nicht, hat gesagt, ja okay, mache ich, hat ihn eingeladen. Und dann kam nämlich ein anderer, der schon mit ihm in der Alli war, hat gesagt, der kommt hier nicht mit rein. Und er war Co-Leader und hat die Einladung wieder zurückgezogen. Ne? Und der hat ja schon 2 Mal probiert oder so, der wurde schon mal abgelehnt. Er hat die Einladung also zurückgezogen, weil er keinen Bock hat. Er hat gesagt, das ertrage ich nicht, den Kollegen ertrage ich nicht. Da habe ich die Kommentare gesehen, hat gesagt, ja Knochen ist ja auch so und spielst du noch mit Knochen und machst du was? Fast, guckst du seine Videos, dachte ich, ey, da hat er auch schon wieder einen Stapel Kommentare abgelassen innerhalb von kürzester Zeit und dann auch so wie, ja Knochen ist manchmal nett, aber manchmal auch nicht und weißt du, ich bin nett, solange es irgendwie funktioniert, aber wenn du nur noch nervig bist, ja, ständig dazwischen quatscht, alles besser weißt mit 11 Jahren, wo andere das Spiel schon seit, weiß ich nicht, seitdem es erschienen ist, seit September 2018 spielen, du kannst nicht einfach immer dazwischen grätschen und Leuten sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und was sie machen sollen. Ey, wo lebst du denn? Echt? Und solange du dich nicht änderst, schmeißt dich jeder raus. Und ich weiß, also warst du schon in mindestens 5, 6 Allis, ja, seitdem du das erste Mal geschrieben hast. Ja, die haben dich alle rausgeschmissen und das wird dir immer wieder passieren. Und ohne Quatsch, und ich weiß auch, dass du einen Spion-Account hattest. Das, ich meine, du kennst die Geschichte, weißt du selber, ne? Und das funktioniert so nicht. Und auch wir finden noch raus, welcher der Spion-Account ist. Wir haben auch schon ein paar andere Vorsitzhaber entfernt, ja. Also wie gesagt, ohne mein Zutun, aber wir haben einfach vermutet, wer könnte das sein, ne? Und da dachte ich mir so, oh, jetzt hat CW-Knaller den an der Backe. Also wahrscheinlich wird versuchen nochmal bei Jupiter 1 reinzukommen und Knaller, mach mal ein paar mehr Videos, vielleicht hast du jetzt jedes Mal da bei. Fand ich jedenfalls unterhaltsam für mich, aber ich bin froh, dass ich dass er erstmal nicht bei mir ist. So, sagen wir mal so, ne, ist wirklich so. Und Junge, wirklich ändere deine Art und Weise oder du wirst keine Freude an dem Spiel haben, ist echt so, die hauen dich alle raus. Wie auch immer, das war erstmal das eigentlich, was ich von mir geben wollte. Ich versuche wieder ein bisschen mehr aufzunehmen, ansonsten, ja, viel Spaß noch beim Zocken, bis beim nächsten Video, bis denn dann und ciao, ciao.